Klaviermusik im Kerzenschein. Also es gibt verschiedene Pianisten, die hier kommen und immer das Programm mitbringen, was sie gerade laufen haben, gerade üben und das vorstellen. Und da bringt jeder andere Sachen mit. Es gibt einen Jazzpianisten, in der Regel aber läuft klassische Musik. Die Resonanz ist gut. Und im Sommer kommen aber mehr Leute, wenn es etwas angenehmer in der Kirche ist, auch Touristen in der Stadt. Im Winter kommt der harte Kern. Genau, man braucht einen langen Atem, denn wir wollen ja für einen neuen Flügel sammeln. Dieses Instrument, was hier steht, ist nur geliehen. Und das Ziel ist, einen neuen Flügel in dieser Gemeinde anzuschaffen. Die Klaviermusiker sind grundsätzlich ohne Eintritt. Es wird immer um eine Spende am Ausgang gebeten, die zu 100% in den Flügel geht. Um 20.30 Uhr, immer freitags, also ohne Pause, das ganze Jahr über, auch im Winter, wenn es etwas kühler in der Kirche ist. Ja, das ist sicherlich so, dass es feiner Ersatz ist, den wir hier gefunden haben mit den Aufnahmen und der Möglichkeit, das im Internet zu verbreiten. Aber vielleicht gewinnen wir so auch neues Publikum, neue Interessenten, die sich nach klassischer Musik in Oranienburg sehnen und in diesem Format eine Möglichkeit haben, das zu finden. Es wäre natürlich sehr schön, wenn der Bekanntheitsgrad gesteigert würde hier in der Stadt. Seien Sie herzlich eingeladen, jetzt diese Klaviermusiken im Internet zu verfolgen und dann hoffentlich bald wieder auch direkt in unserer Kirche. Musik